Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Ich habe für euch heute wieder ein Familienauto mitgebracht, und zwar ein Familienauto, was es in der vierten Generation jetzt gibt, und zwar den Opel Zafira. Und der, wie man sieht, ist gewaltig gewachsen. Und den schauen wir uns heute an, und was er so kann, stelle ich euch heute vor. Außerdem hat er einen neuen Napeln. Willkommen, Opel Zafira live. Ja, da steht er nun, der Opel Zafira live ist vor uns. Ja, das sieht man sofort. Opel-Gesicht erkennt man auf alle Fälle ganz klar, woran. Wir haben hier die Chromspangen, die das Opel-Logo mittig tragen. Schön integriert ist diese Spange, die sich bis in den Scheinwerfer hineinzieht. Und wenn wir uns den Wagen jetzt mal ein bisschen von außen anschauen, dann fällt auf alle Fälle schon mal sehr schnell auf, dass der Wagen wirklich riesig geworden ist. Um genau zu sein, haben wir jetzt hier 4,95 Meter. Wir haben hier die mittlere Ausstattungsgröße, die angeboten wird, denn Opel bietet den Zafira Live jetzt in drei verschiedenen Ausführungen an. Und zwar einmal in S mit 4,60 Meter Länge, da ist er dann 10 cm kürzer als der alte Opel Zafira. Und dann haben wir ihn hier in der Medium-Variante, da hat er dann 4,95 Meter. Und wenn wir nochmal 35 cm draufpacken, dann kommen wir an die L-Variante, die dann auch tatsächlich die größte Variante ist. Was wir ebenfalls jetzt schon erkennen können, ist das Schöne: erstmals bietet Opel den Zafira jetzt natürlich mit Schiebetüren an, die sogar elektrisch öffnen und schließen auf Knopfdruck. Sehr, sehr schön. Klar, dieses Gesicht kommt einem schon durchaus bekannt vor, woran natürlich aus dem PSA-Konzern. Ja, innerhalb von weniger als 18 Monaten hat Opel den Wagen aus dem Boden gestampft und dafür ein wirklich stattliches Fahrzeug auf die Räder gestellt. Ganz klar, natürlich, wir haben hier schon mit einigen Problemen zu kämpfen, denn er ist schon, sieht schon zum Verwechseln ähnlich seinen PSA-Derivaten und unter anderem auch dem Toyota Verso, der hier tatsächlich ebenfalls auf dieser Plattform aufbaut. Dennoch würde ich mal sagen, wir schauen uns die inneren Werte noch mal ein wenig an und dann können wir sehen, was der Opel Zafira Live so Besonderes noch bietet. Ganz klar, das Wichtigste bei einer Großraumlimousine oder aber einem Familienvan wie dem Zafira Live ist natürlich der Kofferraum. Ganz klare Sache. Wenn wir natürlich bis zu 9 Sitzplätze hier zur Verfügung haben im neuen Zafira Live, muss man auch klar sagen, sobald diese Bänke natürlich eingebaut sind, dann schmilzt natürlich der normale Kofferraum auf ein Mindestmaß. Vor allem, wenn wir die S-Variante nehmen, jetzt hier mit der M-Variante haben wir noch einen ganz ordentlichen Kofferraum, das muss man mal sagen. Wir sind ja jetzt hier in dem Bereich, dass die Sitze ganz normal angeordnet sind. Wir haben hier noch eine Hutablage. Ich persönlich mag diese Hutablagen hier nicht. Erstens, sie sind nicht sonderlich stabil eingebaut. Zweitens, sie sind sehr, sehr sperrig, wenn man in irgendwas einladen will. Und einen Sichtschutz, in meinen Augen, braucht es hier jetzt auch nicht mehr. Entweder man lässt es gleich ganz zu Hause oder man spart sich eben sowas. Was ganz wichtig ist, wir können hier sehr, sehr schön dann auch noch recht hoch bauen. Das ist auf alle Fälle schon mal ganz gut. Wir sehen jetzt hier unter anderem, wie gesagt, ein Handgepäckstrolley, passt ungefähr von der Länge rein. Wenn wir den aufstellen, dann sehen wir auch, da geht schon noch was nach oben zu stapeln. Und wenn wir jetzt auch hergehen und sagen, wir schieben diesen Sitz hier zum Beispiel weiter nach vorne, dann haben wir hier auch noch mal ungefähr 20 cm Stauraum genommen. Das können wir mit der Bank auch machen, dass wir die komplett nach vorne schieben. Und dann haben wir da auch noch mal eine Möglichkeit, richtig was an Stauraumvolumen rauszuholen. Opel gibt an 3.900 Liter Maximum bei der kleinsten Variante und 4.900 bei der langen Variante. Naja, mit den Liter-Varianten können wir nicht so viel anfangen. Das muss man sich da mal genauer anschauen in einem ausführlichen Praxistest in meinen Augen, was hier so wirklich reingeht und wie man das dann umbaut. Die Sitze sind doch natürlich recht schwer zum Ausbauen, beziehungsweise sind leicht auszubauen, sind aber sehr schwer rauszuheben.
Ja, so ein Sitz hat wahrscheinlich so um die 35 Kilo, würde ich jetzt einfach mal schätzen, per se. Und diese Zweiersitzbank, ja, da wird man sich richtig, richtig schwer tun, die auszubauen. Was mir aber aufgefallen ist, die Sitze, so der Einzelsitz hier, der rastet viel leichter ein und aus und zuverlässiger ein und aus als zum Beispiel beim Ford Tourneo Custom. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal nach hinten ein und dann gehen wir auch gleich in die Reihe 3. Wir können hier die Sitzlehne nach vorne klappen, schieben unsere Bank nach komplett vorne und dann mit einem eleganten Schritt oder zwei kommen wir auf die Rückbank in Reihe 3. Ja, ich sitze jetzt hier hinten und muss sagen, erstens, es sitzt sich wirklich gut. Ja, man sieht mich hier hinten wahrscheinlich. Ich sitze wirklich angenehm. Selbst wenn die Rückbank nach hinten geschoben wird, dann habe ich noch genügend Sitz. Kniefreiheit, Kopffreiheit ist immer gegeben, auf alle Fälle. Man muss auch sagen, diese Sitzbänke sind jetzt so, dass wir eine Zweierbank hier links haben und rechts noch einen Einzelsitz. Man sitzt aber auch tatsächlich quasi wie auf drei Einzelsitzen, denn die sind sehr, sehr schön ausgeformt, diese Zweierbank. Und man muss auch sagen, es gibt hier tatsächlich 6 Isofix-Verankerungen. Sucht mal da draußen nach einem Fahrzeug, wo ihr 6 Kindersitze mit Isofix unterbringt. Ihr werdet euch sehr, sehr schwer tun, das kann ich euch jetzt schon verraten. Aber hier hinten, wie gesagt, sitze ich gut. Jetzt schauen wir mal nach vorne mit einem eleganten oder zwei wieder Schritten hier raus. Dann das einmal wieder hochklappen. Die Bank übrigens kann man mit einer Hand sehr, sehr schön leichtgängig bedienen. Wunderbar. Dann mit dem eleganten Schritt gehen wir hier hinein und sitzen hier wirklich sehr, sehr schön. Ja, wir können auch diese Lehne noch ein wenig arretieren, dann sitzt es sich noch besser. Platz ebenfalls hier wieder genügend vorhanden und wenn der Hintermann meckert, dann schieben wir einfach die Bank noch ein Stückchen nach vorne. Auch das geht noch wunderbar. Wir haben hier auch Tische tatsächlich, auf denen es sich auch ebenfalls sehr, sehr gut arbeiten lässt, wenn man es möchte. Die sind nämlich sehr, sehr stabil für Kinder. Ja, Kinder ist das richtige Wort. Kindersitze, wie gesagt, bringen wir hier unter. Reboarder-Sitze ebenfalls, denn Stützfüße können hier abgestützt werden auf dem Fußboden, denn es gibt keine Staufächer. Ja, hier drinnen im Safira Live sehen wir auch, dass wir ein richtig aufgeräumtes, cleanes Armaturenbrett vor uns finden. Leider nicht mit dem typischen Opel-Lenkrad, das muss man schon gleich zu Beginn sagen. Das ist nicht typisch Opel, das ist tatsächlich PSA-Lenkrad. Hier fehlt zum Beispiel auch die Lenkradheizung, was Opel ja normalerweise besonders selbst bietet. Schade finde ich auch, dass es zum Beispiel keine beheizte Windschutzscheibe gibt. Gerade bei so einer Größe vom Fahrzeug wäre das eine Option. Aber Opel bietet hier eine Standheizung gegen geringen Aufpreis von 720 Euro an. Das ist zum Beispiel schon mal eine Lösung für das Problem. Aber schauen wir uns den Wagen erstmal so ein bisschen im Groben an. Wir haben hier ein Kombi-Instrument, was tatsächlich analoge Instrumente bietet mit einem Farbdisplay in der Mitte für den Bordcomputer. Und dann finden wir hier 2 Spiegel, einen kleinen Familienspiegel, den ich sehr schätze. Wir haben das zentrale Mediasystem. Leider tatsächlich nur 7 Zoll groß. Da bietet zum Beispiel der Combo schon mal ein besseres und moderneres System. Auch die anderen Mitbewerber bieten hier modernere Systeme. Da hätte tatsächlich nochmal aufwerten müssen oder hätte man das Ganze einfach nochmal wirklich erhöhen müssen. Dieses 7 Zoll Display ist einfach schlicht und ergreifend recht klein. Das kennen wir zum Beispiel so auch aus dem Citroën Grand C4 Space Tourer, den ich schon mal getestet habe. Link findet ihr mal oben rechts bei euch. Ansonsten ist das System aber sehr, sehr gut. Es funktioniert sehr gut. Es gibt jetzt auch Opel Connect. Das wird der neue Konnektivitätsdienst, der den Opel OnStar Service ablöst. Unter anderem mit einer Notruffunktion und Echtzeitnavigationssystem. Das ist natürlich das PSA-System. Und da kann ich leider aus dem Nähkästchen plaudern. So gut war das Notrufsystem leider von PSA nicht in einem praktischen Test, den ich leider erfahren musste. Aber dennoch
Schauen wir uns den Wagen hier weiter an. Wir haben hier die Klimaautomatik verbaut, sehr simpel und einfach aufgelöst. Wir haben hier unten noch ein paar Zugriffsmöglichkeiten auf Direktwahltaste, die Kindersicherung, die elektrisch, die wir hier zu- und wegschalten können. Wir können aber auch die elektrischen Schiebetüren hiermit öffnen oder aber schließen. Sehr, sehr praktisch. Wir haben leider nur einen USB-Anschluss, der auch für Apple CarPlay und Android Auto genutzt wird. Hier würde ich mir einen zweiten wünschen. Das Smartphone liegt hier unten zwar sehr, sehr gut, hat aber leider keine induktive Ladefunktion. Finde ich auch sehr, sehr schade in der heutigen Zeit. Ablagemöglichkeiten bieten wir, haben wir sehr, sehr große. Wir haben hier ein schönes Ablagefach. Wir haben ein doppeltes Handschuhfach hier oben, ein großes. Und hier unten noch eines. Also da findet es auch genügend Platz. Die Türtafeln sind sehr, sehr groß oder die Türen wirklich. Da bieten auch, kommen sehr große 1,5 Liter Flaschen auch ohne Probleme rein. Ansonsten jede Menge Krimskrams findet hier auch überall Platz. Sehr schön übrigens auch die Klimaautomatik, die tatsächlich oben auch Luftausströmer hat und auch wirklich sich sehr schön verteilen lässt. Also hat auch eine gute Leistung, sodass auch das Fahrzeug gut gekühlt wird. Selbst bei hohen Außentemperaturen, die wir aktuell sogar hier haben, immer noch 30 Grad am Abend im Rheingau. Und da braucht es natürlich den kühlen Kopf und vor allem auch einen kühlen Innenraum, vor allem wenn wir mit Kindern unterwegs sind. Aber ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg, denn unterwegs sage ich euch dann noch, wie der Wagen fährt. Ja, ich bin unterwegs mit dem Opel Zafira Live hier im Rhein-Main-Gebiet. Und das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Gebiet, vor allem landschaftlich sehr attraktiv, sollte man auf alle Fälle mal bereisen. Die Weinregion hier ist natürlich auch für seine edlen Tropfen berühmt. Berühmt ist Opel auch für familientaugliche und vor allem familienfreundliche Fahrzeuge. Und dazu zählte natürlich auch der Opel Zafira. Jetzt hier in der aktuellen vierten Generation als Großraumlimousine hat sich natürlich auch vieles für den Zafira verwandelt. Dennoch ist er sich hier treu geblieben als Familienkumpel, wie man ihn kennt. Und da schafft auch der Zafira Live den Spagat jetzt in die Neuzeit, denn das Segment der kompakten Vans ist nun mal seit 5 Jahren deutlich am Schrumpfen, während hier diese Großraumlimousinen eher am Wachsen sind. Da war es ein klarer Schritt von Opel, hier in das Segment der Großraumlimousinen vorzustoßen, zumal man ja bei PSA eben eine sehr, sehr gute Plattform hat, die dafür tauglich ist. Hat man ja zum Beispiel unter anderem Citroën C4, Citroën Space Tourer eben gesehen oder eben den Peugeot Traveler. Genau. Jetzt aber hat Opel ebenfalls dieses Fahrzeug und dadurch, dass man es natürlich eben in einer sehr, sehr kurzen Entwicklungszeit nur umgesetzt hat, hat man hier auch nicht sehr, sehr viel adaptiert an die Opel-Gene. So ist halt das Lenkrad, wie gesagt, auch ein PSA-Lenkrad. Da haben wir nicht das typische Opel-Lenkrad, was sich hier mit einer Lenkradheizung hervorheben kann, unter anderem zum Beispiel. Oder aber AGR-Sitze, die mir hier auch fehlen, obwohl die Sitze hier wirklich sehr, sehr gut sind und auch mal langstreckentauglich auf alle Fälle. Das Fahrwerk hier überzeugt auf alle Fälle auf ganzer Linie, denn Opel hat es geschafft, hier wirklich eine schöne Abstimmung herzuzaubern. Hier in dieser mittleren Größe, in dem M, passt das alles wirklich sehr, sehr gut. Der Wagen, die Dämpfer sprechen sehr feinfühlig an, alles wird wirklich gut weggebügelt, nur so ein bisschen, naja, wirklich Querfugen oder so, die spürt man oder hört man halt auch. Ein bisschen hellhörig ist das Fahrwerk an sich zwar, dennoch ist das Fahrzeug an sich sehr gut gekapselt, vor allem was Windgeräusche angeht. Also diese laminierte Scheibe, die man hier eingesetzt hat, die bewirkt tatsächlich Wunder. Die sorgt wirklich dafür, dass diese Windgeräusche selbst bei 150, 160 Stundenkilometern sehr, sehr gering bleiben. Der Motor ist akustisch allerdings sehr präsent. Wir fahren hier den 2 Liter Vierzylinder Turbo Diesel mit 150 PS, der 370 Newtonmeter Drehmoment leistet und meiner Meinung nach hier optimal zu diesem Zafira Live passt, denn er bietet genügend Kraftreserven und ist auch angenehm sparsam. Wir sind ihn jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet wirklich als Gübi gefahren. Wir haben ihn sehr häufig auch im oberen Drehzahlbereich gehalten. Wir haben ihn oft gefordert, auch bergauf. Wir sind jetzt hier mit 8 Litern wirklich ausgekommen, was ich sehr, sehr sparsam finde für so eine große Limousine. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man den jetzt ausreizen würde, das Ganze, dann würden wir sogar hier
Werte in meinen Augen im Alltag von knapp über 7 Liter realisieren. Und da liegen wir dann ungefähr auf demselben Niveau wie der Ford Tourneo Custom mit seinem 2 Liter TDCi Motor. Schade an sich ist, dass Opel es verpasst hat oder ja, leider übernehmen musste, dass man hier das Infotainment-System einfach nicht ein bisschen aufgewertet hat. Das hätte man durchaus tun können. So aber funktioniert alles tadellos. Man greift halt vielleicht eher mehr auf Apple CarPlay zum Beispiel zurück. Ja, bei 35.000 Euro geht es los für den neuen Opel Zafira Live. Bekommen tut man dann einen 102 PS Diesel mit 1,5 Liter Hubraum. Insgesamt gibt es ja 4 Triebwerke, 2 1,5 Liter mit 105 und 120 PS sowie 2 2 Liter Aggregate mit 150 und 177 PS. Ich persönlich habe mich für den mittleren Zafira entschieden, Zafira Live M auf alle Fälle. Ich würde auch die Innovationsausstattung nehmen, die Innovationlinie ist schon sehr, sehr hoch. Da liegen wir dann schon bei 48.300 Euro mit dem 150 PS Diesel, der meiner Meinung nach optimal hier zum Zafira Live passt. Mit mehreren Extras, die dann noch dazukommen, dann sprengen wir auf alle Fälle schon den 50.000 Euro Rahmen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Dennoch bekommen wir hier aber auch ordentlich was geliefert. Denn wir haben hier ein Fahrzeug, was extrem wandelbar ist. Wir haben sehr, sehr viel Platz. Wir können bis zu 9 Personen transportieren, wenn wir uns das wünschen. Wir können die Sitze ausbauen, wir können sie verschieben, wir können sie umbauen. Wir können tatsächlich hier jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten geben. Und wie gesagt, ganz besonders Highlight ist in meinen Augen natürlich als Zwillingspapa ganz logisch die ISOFIX-Verankerungen 6 an der Zahl. Ich bin es immer noch sehr beeindruckt davon. Das heißt, sucht mal ein Fahrzeug, wo ihr tatsächlich 6 Kindersitze mit ISOFIX unterbringen könnt. Ich glaube, ihr findet da nicht sonderlich viel. Der Opel Zafira Live kann es allerdings. Ob der Wagen jetzt tatsächlich den Erfolg hat und hier gegen die Mitbewerber natürlich den VW Multivan oder aber gegen den Ford Tourneo Custom bestehen kann, das wird sich dann zeigen. In meinen Augen hat er das Zeug dazu, hier in der Klasse richtig vorne mitzuspielen. Die Frage ist, was denkt ihr darüber? Macht das Ganze Sinn? Darf der Wagen überhaupt noch Zafira genannt werden, weil er schon so groß geworden ist? Wie seht ihr es? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir den Daumen oben. Und wenn wir uns den nochmal als Tester für 14 Tage herholen lassen und dann nochmal ein genaueres Review machen sollen, schreibt mir das ebenfalls drunter. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Tschüss und Servus, sagt der Ubi.